eine grün-tropische Insel, immer zur farbenem Meer. Unser Seemann und seine Freunde sind hier zu Haus. Und obwohl hier das Leben schon traumhaft ist, reisen sie in der Welt nur umher. Und was sie so alles erleben, kriegt ihr bald raus. Hey, oh, hey, oh. Überall, wo Abenteuer entsteht. Hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey. In jedem Land der Welt sind sie unterwegs. Ja, unterwegs. Ich will hier raus, mal ganz abgesehen davon, dass mir das ganz schrecklich peinlich ist. Beeil dich, Koki. AJ wartet schon auf uns. Hey, nicht so schnell. Wir kommen, AJ. Hey, Augenblick. Habe ich Halluzinationen oder habe ich das wirklich gesehen? Was ist denn mit dir passiert, Oscar? Ich bin mal gespannt, was du uns jetzt für eine Erklärung auftischst. Das ist ja eine Spaghetti-Nudel. Wie soll die neue Delikatesse denn heißen, Oscar? Spaghetti à la Oscar. Die Spaghetti à la Carlos war mir nämlich eindeutig zu schwer. Hey, kommt ihr jetzt endlich? Ich muss euch nämlich unbedingt am Strand unten was zeigen. Los, kommt schon. Tut mir leid, wir wurden von einer kleinen Katastrophe à la Oscar aufgehalten. Vielleicht solltest du dich wieder aufs Cheeseburgerbraten verlegen, Oscar. Ich schufte mir den Pürzel ab, stehe im Schweiße meines Angesichts am heißen Herd, bis mir die Feder ganz fusselig werden, aber kriege ich dafür ein Wort des Dankes? Was hältst du von einer kleinen Erholungspause? Lass uns runter an den Strand gehen und nachsehen, weshalb AJ so aus dem Häuschen ist. Na los, komm, das wird sicher lustig. Meine hochgeschätzten Damen und Herren, aufgepasst! Gleich werden Sie Bauklötze staunen. Ich habe Sie heute eingeladen, der Präsentation meiner neuesten und vielleicht größten Erfindung beizuwohnen. Bis mir etwas anderes einfällt, nenne ich Sie AJs affenstarker Flugapparat. Da bin ich ja mal furchtbar gespannt. Tada! Oh. Wahnsinn! Und du meinst, das fliegt? Das soll wohl ein Witz sein, Mariana! Das Ding fliegt doch nie! Freu dich lieber nicht zu früh, du wirst ein ziemlich dummes Gesicht machen, wenn es doch funktioniert. Okay, AJ, führ's mal vor. Falls ich dich daran erinnern darf, Oscar, die Gebrüder Wright sind damals auch von allen ausgelacht worden. Aber die beiden haben schließlich zuletzt gelacht und genau das habe ich auch vor. Sei vorsichtig, AJ, fall da bloß nicht runter. Spitzt schon mal die Federn, ihr Geschichtsbuchschreiber. Heute findet AJs Jungfernflug statt. Also schön, alles klar, Leute? Alles klar, AJ! Sei bitte vorsichtig. Mann, bin ich gespannt, was Oscar für ein Gesicht macht, wenn er sieht, dass ich besser fliegen kann als er. Seht mal, ich glaube, es klappt wirklich. Doch ja, er fliegt. Bravo, AJ! Bravo, AJ. Und jetzt lässt sich scharf an ihm vorbei. Hey, kleiner Spitzenleisten! Lass die Angeberei, AJ! Pass lieber auf, wo du hinfliegst, sonst siehst du alt aus! Ich muss sofort wieder höher rauf. Oh nein, er stürzt ab! Hey, wo ist er denn auf einmal? Er ist weg! Er ist verschwunden! Da vorne ist er! Ihm ist nichts passiert. Oh, nein! Das Ding lässt sich nicht mehr steuern. Ich stürze ab! Wieder im Griff. Aber nicht wie zurück zur Insel und zur Landung ansetzen. Oh nein! Ist dir was passiert, AJ? Nein, mir fehlt nichts, aber mein Fluggerät ist im Eimer. Wenn du wirklich fliegen willst, dann musst du dir schon ein paar Federn sprießen lassen. Das ist nicht komisch. Immerhin wurde mein ganzer Lebenstraum zerstört.
Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen, aber die Menschen sollten sich mal abschminken, dass sie fliegen können. Dafür sind sie nicht gebaut. Da ist er ja. Es scheint aber alles in Ordnung zu sein. Kopf hoch, Kleiner. Immerhin hast du ein großes Lob verdient, weil du es überhaupt probiert hast. Danke. Versuch's doch mal von der Warte aus zu sehen. Ich kann nicht schwimmen und Fische können nicht gehen. Trotzdem kommen wir alle prima über die Runden. Ich kann alles, wenn ich mich nur richtig anstrenge. Viele kluge Männer haben das versucht und alle haben sie versagt. Sogar Leonardo da Vinci, der größte Erfinder aller Zeiten. Ja, Leonardo war ein begnadeter Mensch, ein Universalgenie. Ein großer Maler, ein Bildhauer, Baumeister und Konstrukteur. Aber selbst er hat keine wirklich funktionierende Flugmaschine zustande gebracht. Ich bin heute noch stolz, dass ich ihm in einer kniffligen Situation mal helfen konnte. Willst du etwa behaupten, dass der große da Vinci auf deine Hilfe angewiesen war? Was bist du doch für ein Flunkerer? Ich flunkere nicht, Mariana, aber du brauchst meinen Worten gar nicht zu glauben. Ich kann es dir nämlich durch Taten beweisen. Los, komm mit! Wir gehen Oma Quappe einen Besuch abstatten. Die wird mir schon helfen, dir klarzumachen, dass meine Geschichte stimmt. Es gibt nichts Schrecklicheres, als Hausputz zu machen. Warum verstaubt mein Wasserboden immer so schnell? Na? Ganz gleich, wer da ist. Füße abwischen. Hallo, hier ist der Pizzadienst. Ich hab doch gar keine Pizza bestellt. Pizzadienst, aufmachen! Los, verschwinde, Junge, du hast dich in der Adresse geirrt. Ich mag Pizza nicht mal besonders. Da wohnt denn hier nicht Oma Quappe? Natürlich, wie viele Leute wohnen denn hier sonst noch in Tropfsteinhöhlen? Ich habe eine Pizza für zwei mit Sardellen für Sie. Bist du das etwa, Carlos? Du kommst dir wohl furchtbar komisch vor. Hallo, Oma! Na, Oma Quappe, bist du dir ganz sicher, dass du keine Pizza bestellt hast? Warum machst du so ein böses Gesicht? Jetzt hör aber auf, du wirst doch noch ein kleines Späßchen vertragen. Sicher, aber ich versuche gerade Diät zu halten und dein Späßchen hat mir furchtbaren Appetit gemacht. Wir müssten uns von dir ein Boot ausleihen, Oma Quappe. Dazu müsstet ihr aber einen triftigen Grund haben. Ihr könnt mit meinem Wassermobil nicht einfach aus Jux und Dollerei rumgondeln. Das sind keine Vergnügungsdampfer. Wir brauchen es zu rein lehrtechnischen Zwecken. Ich möchte, dass die Kinder in Italien jemanden kennenlernen. Leonardo, du weißt schon. Den großen Da Vinci. Leonardo Da Vinci? Also gut, das wäre allerdings sehr lehrreich für Sie. Als ich den Kindern erzählt habe, dass er ein alter Freund von mir ist, da wollten sie es mir nicht glauben. Deshalb will ich, dass sie sich selbst davon überzeugen. Und ich will wie üblich mit deinen Geschichten nichts zu tun haben. Aber ich möchte, dass die Kinder den großen Da Vinci kennenlernen. Ihr könnt dies Boot nehmen. Es sieht ja wie eine riesige Pizza aus. Na, immerhin fahren wir ja nach Italien. Hey, seht mal, eine leere Leinwand. Dann sollen wir dir sicher was mitbringen. Ich hätte gern ein Gemälde von dem großen Da Vinci. In Öl. Ich habe mir schon immer ein Originalgemälde gewünscht. Zufälligerweise habe ich ein Foto da, von dem er mich abmalen kann. Es ist schon ein bisschen älter. Ich bin damals jünger und schlanker gewesen. Ach, zeig mal her. Ja, ich glaube, das dürfte Da Vinci sehr inspirieren, Oma. Aber wenn es ihm lieber ist, komme ich auch gern persönlich vorbei, um ihm Modell zu stehen. Willst du, dass dem armen Kerl der Pinsel aus der Hand fällt? Ich würde das keinem zeigen. Was soll das? Was verstehst du schon von Kunst, Oskar? Kann ja sein, dass ich nicht viel von Kunst verstehe, aber ich weiß, was ein Albtraum ist, wenn ich einen vor mir habe. Wenn du mich weiter so beleidigst, dann zeige ich dir einen Albtraum, dass dir die Flaumfedern zu Berge stehen. Du kannst vom Glück reden, wenn ich dich nicht mit den anderen Schmutzhaufen hier wegsauge. Vergesst nicht, Da Vinci zu sagen, dass ich ihm jederzeit als Modell zur Verfügung stehe. Wird gemacht, Oma. Und lasst auch irgendwie durchblicken, dass ich noch zu haben bin. Alles klar. Arrivederci! Auf Wiedersehen! Seht nur, was ihr mit meinem Obststand angerichtet habt! Was ist nur mit der Jugend von heute los? Sie haben ja vor nichts mehr Respekt! Wir werden ihm auf jeden Fall das Obst bezahlen! Wer ist dort? Tja, da wären wir. Wir sind in Da Vincis Werkstatt. Seht euch nur mal die ganzen Erfindungen an. Da hängt ein U-Boot-Modell. Wahnsinn, ich kann es kaum abwarten, ihn kennenzulernen. Er hat sich wirklich für alles interessiert. Hier ist eine Skizze der menschlichen Anatomie. Oh, das ist echt obercool. Wo ist sie?
da ist ja die fantastische Machina. Als ich gesehen habe, wie ihr durch meine Tür geflogen seid, habe ich mich beeilt, um euch einzuholen. Die ist fantastissimo. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand so schnell mit der Pizza rumsaust. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ihr das anstellt, aber ich komme schon noch drauf. Sie? Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Signor Da Vinci. Wieso kann der Vogel sprechen? Er ist ein Papagei, Signor Da Vinci. Und ich habe gedacht, das wäre eine neue Erfindung. Hey, hey, Vorsicht, mein Sohn! Ich habe davon schon Bilder gesehen, aber mir fällt nicht ein, was Oho, es ist. Oh, Finger weg, das ist kein Spielzeug. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Sie haben das erste Maschinengewehr gebaut. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, mein Junge. Das ist ein automatisches Massagegerät. Es ist für Leute, die unter chronischen Rückenschmerzen leiden. Hier, ich spendiere dir eine Runde durchkneten, damit ihr seht, wie es funktioniert. Aber nicht übertreiben, ich bin nämlich kitzlig. Oh, das reicht jetzt. Sie können aufhören. Das entspannt fantastissimo. Oh, was ist denn jetzt los? Das Wundergerät hat allerdings eine Kinderkrankheit. Wie kriege ich es nur hin, dass es mehr als eine Massage übersteht? Leonardo da Vinci? Was gibt es? Sie sehen doch, ich bin beschäftigt. Sie kommen ins Gefängnis und zwar sofort. Sie können Ihren Haftbefehl unterwegs durchlesen. Machen Sie mir bitte keine Scherereien, Signor. Oh nein. Ich wiederhole nochmal, da Vinci, Sie sind verhaftet. Wenn Sie jetzt bitte mit mir kommen würden? Sie werden sich eine Menge Ärger einhandeln. Ich habe meine Beziehungen, unser Polizeichef ist mein bester Darauf Kumpel. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Der Polizeichef ist stocksauer auf Sie, seit er sich mit Ihrem automatischen Schnürsenkelbindegerät beide Achillessehnen gerissen hat. Was hat Signor Da Vinci denn verbrochen? Was wird ihm zur Last gelegt? Er hat seit einem halben Jahr keine Miete mehr bezahlt. In der Tat. Außerdem beschädigt er mir ständig mein Eigentum. Na, dafür konnte er aber nicht, Signora. Das war ein Missgeschick. Mit der ist nicht gut Kirschen essen. Junge, Junge, die ist ein echter Hundeengel, was? Und was werden Sie jetzt in der Sache unternehmen? Ich werde das wieder reparieren. Sieh, ich arbeite gerade an einer neuen Erfindung, einer Türrepariermaschine. Ja, dieser Kerl ist einfach unmöglich. Halt, Signora. Ich werde keine Ruhe geben, bis er mein Mietshaus restlos auseinandergenommen hat. Der Mann ist wahnsinnig und wenn er so weitermacht, wird er mich auch noch in den Wahnsinn treiben. Die ganze Nacht bastelt er an seinen Erfindungen rum, sodass die Nachbarn kein Auge zutun. Ach, ich weiß wirklich nicht, warum ich da so lange mitgemacht habe. Noch dazu, wo er mir keine Miete bezahlt. Ich will, dass sie ihn auf der Stelle verhaften. Wenn man Ihre Lage nüchtern betrachtet, sind Sie im Gefängnis besser aufgehoben. Nicht wahr, Leonardo? Nehmen Sie ihn jetzt sofort fest! Beruhigen Sie sich bitte! Leonardo da Vinci, Sie sind verhaftet! Ich bringe Sie jetzt ins Gefängnis! Tja, damit ist Ihr Problem aber nicht behoben, Gnädigste. Eine neue Tür brauchen Sie trotzdem noch. Die werden Sie jetzt kaufen müssen und das wird teuer. Ich wollte nur verhindern, dass er noch weiteren Schaden anrichtet. Er schuldet mir auch so schon ein Vermögen. Es ist ein Jammer, dass das alles ausgerechnet jetzt passieren muss, wo Da Vinci im Begriff ist, einen Haufen Geld zu verdienen. Dann sähe die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Ja, sicher. Oh, aber ich glaube, das sollte geheim bleiben. Ich halte lieber meinen Mund. Ich habe ein Recht drauf, alles zu erfahren. Raus mit der Sprache. Na ja, wenn Sie darauf bestehen. Es ist nun mal zufällig so, dass Leonardo da Vinci bereits morgen um diese Zeit der berühmteste Mann im ganzen Land sein wird. Und nicht nur das, Signora. Er wird als größter Erfinder aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Nein, 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 nein. Unmöglich. Ich kann Sie natürlich nicht zwingen, mir zu glauben, aber bedenken Sie, was wäre, wenn ich recht hätte. Dann würde er Ihnen nicht nur eine neue Tür kaufen können. Er könnte Ihnen den Mietrückstand für das gesamte halbe Jahr nachzahlen. Da sollte es Ihnen auf einen Tag mehr oder weniger noch nicht ankommen. Halt, bringen Sie ihn zurück, Wachtmeister. Kommen Sie gefährlich zurück. Wachtmeister, warten Sie. Oh, kommen Sie zurück! Hey, passen Sie doch auf! Bitte beschützen Sie mich! Ich habe es mir anders überlegt. Verhaften Sie ihn doch nicht, Wachtmeister. Ich bin nämlich gar nicht so herzlos, wie Sie vielleicht meinen. Und im Nachhinein finde ich, dass ich in dieser ganzen Angelegenheit vielleicht doch ein wenig voreilig... Hören Sie, ich bin ein sehr beschäftigter Mann und ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Ich ziehe meine Klage hiermit zurück, also machen Sie keine Faxen und lassen Sie den Mann laufen. In Ordnung, ich habe keine Lust, mich mit Ihnen zu streiten. Die ganze Sache geht mir sowieso auf und die Nerven. Sie hören mir jetzt mal gut zu. Ich gebe Ihnen noch einen Tag. Wenn Sie bis morgen nicht reich und berühmt sind, dann sieht es für Sie zappen. Aus. Ich soll bis morgen reich und berühmt sein. Wie soll ich das denn anstellen? Da kann ich gleich in den Knast gehen. Das ist doch völlig aussichtslos. Nur keine Angst, wir helfen Ihnen, Signor Da Vinci. Überlassen Sie einfach alles nur uns. Keine Sorge. Wenn wir alle die Köpfe zusammenstecken, haben wir bis morgen früh was ausgetüftelt. Ja, denken Sie mal scharf nach. Welche Ihrer Erfindungen steht Ihrer Einschätzung nach am kürzesten vor der Vollendung? Hier oben sieht relativ ausgefeilt aus. Mhm.
Das sollte mal eine Flugmaschine werden. Ich war so verrückt, mir einzubilden, dass sie funktioniert. Sie werfen einfach zu schnell die Flinte ins Korn. Überlegen Sie doch mal, woran es liegt, dass ich fliege. Wenn Sie begriffen haben, wie die Natur das macht, dann können Sie versuchen, sie zu imitieren. Hm. Was meinen Sie? Sehen Sie, hier haben Sie eine perfekt konstruierte Flugmaschine. Stabil, aber doch leicht, stromlinienförmig, wunderschön ausbalanciert. Das will ich mir mal genauer ansehen. Jetzt wird mir klar, wie der Wind, der über deine Flügel streicht, dich aufsteigen lässt. Die Federn sind perfekt angeordnet, um den Windstrom zu lenken. Bellissimo! Sind Sie bald fertig? Ich werde ja ganz rot. Langsam fange ich an, die Gesetze der Aerodynamik zu begreifen. Es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Endlich habe ich das Geheimnis des Fliegens gelüftet. Ich glaube, es wird funktionieren. Okay, Leonardo, alter Kumpel, jetzt brauchen wir die Flugmaschine doch nur noch zusammenzubauen. Eigentlich können wir jetzt zum Testflug starten. Und wenn der Vogel nicht fliegt, dann könnt ihr mich alle im Gefängnis besuchen kommen. Wie kriegen wir es nur hin, dass möglichst viele Zuschauer zum Testflug erscheinen? Oh, macht euch deswegen mal keine Sorgen. Ich beauftrage Oscar, ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Wenn es hier nur schon Fernsehen gäbe, da könnten wir ein paar Werbespots senden. Fernsehen? Was ist denn das? Später, Leo. Achtung, Achtung, alles herhören! Der große Leonardo da Vinci hat eine Flugmaschine erfunden! Kommt alle schnell in Meister Leonardos Werkstatt, um das Wunderwerk in Aktion zu sehen! Überleg mal, wir haben dazu beigetragen, diesen geschichtsträchtigen Augenblick zu ermöglichen. Was ist nun, wenn die Flugmaschine nicht funktioniert? Attenzione! Signore e Signori! Darf ich um Ihre freundliche Aufmerksamkeit bitten? Hier oben bin ich. Was ich Ihnen gleich zeige, haben Sie in Ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das erinnert mich schwer daran, wie du deinen Flugapparat getestet hast. Hm. Hoffen wir nur, dass er mit seinem mehr Glück hat. Hier ist sie, Signore e Signori, meine Flugmaschine! Ratatata! Sieht sie nicht schick aus? Bin ich froh, dass ich nicht mit dem Ding in die Luft steigen muss. Ich habe gerade entdeckt, dass ich Angst vor Fliegen habe. Wenn ihr das seht, werdet ihr meinen, dass jemand das Gesetz der Schwerkraft aufgehoben hat. Euch wird das Lachen schon noch vergehen. Spätestens, wenn ich haarscharf über eure Köpfe hinwegfliege. Los geht's! Ja. Elegant wie ein Schmetterling. Hm? Natürlich wie ein Papagei. Seht mal, ich fliege. Mama mia, jetzt sehe ich aber alt aus. Oh, machen Sie eine Notlandung auf dem Wasser. Auf welchem Wasser denn? Ich schätze, es ist zu spät, noch schnell den Fallschirm zu erfinden. Tüte. Kinder, geht ihr mal in Deckung. Was ich jetzt vorhabe, erfordert perfektes Timing und Glück. Oh, ich bin nicht mal angeschnallt. Ich will bloß hoffen, dass keine Zugabe schreit. Er ist eine Bedrohung für unsere Gesellschaft. Wir sollten ihn aus der Stadt jagen. Ganz meine Meinung. Ich kann es Ihnen nicht mal verdenken. Das Einzige, was ich immer wieder gut hinkriege, sind Pleiten. Habt ihr es nicht an die Narren und Scheren aus der Federn? Los, packt ihn! Ihn nach! Beeil dich, Leonardo!
Lass sie nicht so viel! Helft mir, ihr beiden! Die wollen die Tür einrennen! Warten Sie nur, bis ich sie in die Finger kriege! Rühren Sie sich nicht vom Fleck, Carlos. Mich hat soeben die Muse geküsst. Sie haben ein wunderschönes Lächeln. Wissen Sie das? Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal jemand gesagt hat, aber mit Ihrem Aussehen könnten Sie wirklich zum Film gehen, Carlos. Ich will Sie jetzt sofort malen. Setzen Sie sich dahin. Ich will Sie von Ihrer Schokoladenseite erwischen. Mal sehen. Sie haben genau das Gesicht, das ich schon immer malen wollte. Ich werde aus Ihnen das berühmteste Malermodell der Welt machen, Carlos. Sie werden mein größtes Meisterwerk. Los, kommt mit. Wir sperren Sie in den Knast und werfen den Schlüssel weg. Hoffentlich gelingt mir dieses geheimnisvolle Lächeln. Und jetzt bitte ganz, ganz stillhalten. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Leonardo. Und bitte kein Lila, das steht mir nicht. Sehen Sie hierüber. Vielleicht doch den Kopf ein bisschen höher. So. Ja, bellissimo. Alle werden rätseln, warum sie so lächeln. Das bleibt mein großes Geheimnis. Ist nicht übel geworden, ha? Sagen wir bloß Oma Quappe. Leo hat die Leinwand benutzt, die sie uns für ein Porträt von sich mitgegeben hat. Sie wird furchtbar böse sein, wenn sie erfährt, was passiert ist. Bravo, Leonardo, bravo! Hoch soll er leben! Hoch soll er leben! Ciao, Leonardo! Das ist übrigens meine Leinwand gewesen, auf der du da eben das Porträt von Carlos gepinselt hast. Aber es ist eine große Ehre für mich, dass ich zur Entstehung eines echten Meisterwerks beitragen konnte. Lass uns jetzt über ein Porträt von mir reden. Am Strand, morgen schon im nächsten Land. In 80 Träumen um die Welt. Carlos macht, was dir gefällt. Hier, dort, weit und nah. Frag nur Carlos, er war da. Bei ihm passieren tolle Sachen. Und immer bringt er dich zum Lachen. Einmal um die Welt, in 80 Träumen um die Welt. Mit dem Stiermann. Einmal um die Welt, in 80 Träumen um die Welt. Einmal um die Welt, mach eine Reise, Mann. Einmal um die Welt, in 80 Träumen um die Welt.